Hallo Freunde, ich freue mich, dass ihr zu einer neuen Folge von Thimbleweed Park wieder mit dabei seid. Wir haben ein kleines Problem. Wir brauchen die Pikuen, ach, diese Klempner halt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es hiermit was zu tun hat. Er hat gerade eben noch gesagt, er fragt sich, was mit dem Gast los ist. It's a button to call the elevator. Müssen wir vielleicht... Gibt's hier irgendwo einen Gast? In irgend so ein Ding drin? Was ich mir noch überlegt habe, nämlich war, dass wir vielleicht was machen können. Und zwar so eine Kamera hier. Vielleicht irgendwas zappen. If I zap that, someone might notice and get suspicious. Genau, das sollst du ja aber auch machen. Wir sollen ja als Poltergeist auftreten. Und das ist es ja. Dass wir als Poltergeist auftreten sollen, damit die diese Dings kommen. Aber mit Wasser hat es ja unten überhaupt nichts gebracht. Hier ist Licht an. If I zap that, someone might notice and get suspicious. Ah. Nee, hier ist also auch nicht wirklich was. Ich habe mir jetzt überlegt, wenn er sagt, vielleicht ist irgendwo ein Gast in einem bestimmten Raum drin. Und wenn wir da die Kamera zappen, dass das Ding kaputt geht oder sowas, dann ist dann vielleicht er unten sagt, da stimmt was nicht. Aber, sorry, ganz richtig kann ich es mir auch nicht vorstellen. Ich hätte jetzt gedacht, wir müssen was mit Wasser machen. Es hieß ja Wasser und Strom. Aber es scheint ja nichts zu gehen. Mit den Trinkbrunnen und so weiter. Der Manager reagiert darauf nicht. Und wir, wenn wir anrufen, passiert auch irgendwie nichts. Sondern, dass wir einfach später nochmal anrufen müssen. Aber... Man könnte ja sagen, wir sollen später anrufen, dass es tatsächlich erst später geht im Spiel. Damit habe ich eigentlich jetzt immer gerechnet gehabt. Aber das kann es eigentlich auch nicht sein. Das kann es aber auch nicht sein. Ach, das haben wir da, wo wir einen Kaugummi drauf gemacht haben. If I zap that, someone might notice and get suspicious. I guess the gum must be stuck there permanently. Hm. Ja, okay. Wenn es mit was mit Wasser wäre, ja, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es da einen großen Unterschied macht, wen wir da hinstellen, dass er sich erschreckt. Ich meine, es könnte natürlich auch sein, dass es da einen Unterschied gibt, aber das kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Wenn, dann muss sich der Hotelmanager, also der Typ, die Typen rufen und sagen, kommt her. Das Problem ist, da wollte ich nicht rein, Entschuldigung. Das Problem ist, er reagiert irgendwie auf nichts. Ich befürchte fast, nee, hier ändert sich überhaupt nichts. Ich schaue trotzdem mal in aller Dinger rein. Wenn nicht, müssen wir es tatsächlich probieren, dass wir alle nochmal an den Sprintbrunnen erschrecken. Dass vielleicht doch irgendwo da ein Unterschied ist. Oder? Naja, da geht... Bei der Con war da aber auch keine... nichts, was wir machen können. Oder?
Bei der Con war nichts mit Wasser oder sonst irgendwas, dass wir da als Poltergeist auftreten können. Und Chaos stiften können. Hey, es muss was mit Wasser oder mit Strom zu tun haben. Sonst hätte das ja, sonst würden die das nicht schon so sagen. Und ein Hinweis. Ah. Wir haben doch einen Gast hier. How relaxed? Someone is using this bed in an attempt to relax. Ah, wir haben also tatsächlich einen Gast hier. Vielleicht ist es damit was. If I zap that, someone might notice and get suspicious. That's a bit strange. Again. Must have faulty wiring. Again. Must have faulty wiring. What was that? Again. Maybe that's what it does normally. Ooh. What on earth is all that? Okay. That poor man. I've got to help aboo him. Hello, Acme Maintenance. It's the Edmund Aboo Hotel. We've got an emergency aboo right now. What do you mean you're not available tonight, aboo? You're supposed to be a 24-hour service arena aboo. Where will I find someone else aboo at this hour? Huh. Well, maybe I imagined it. Huh. Huh. I wonder what the guest is up to now. Okay, das mit dem Gast war auf jeden Fall eine gute Idee, dass wir den so gefunden haben. Well, back to work, Aboo. Und er hilft ihnen. Das heißt, er ruft da tatsächlich an. Aber warum hat es das dann nicht geklappt? Last week on hospital hijinks. Doctor, I what was that? My darling. Oh. Again? Maybe I didn't imagine it. That poor man. Hm. I've got to keep trying to help Aboo him. Vielleicht muss ich's mit dem Licht machen. Ein- und ausschalten. It's the Edmund Aboo Hotel. We've got an emergency Aboo right now. Der ruft auch bei den Dings an. A 24-hour service arena Aboo. Where will I find someone else Aboo at this hour? Der ruft auch bei ACME Dings an. Der ruft nicht bei den Pigeons an. Idee. Wir haben doch die Visitenkarte. Wir geben ihm die Visitenkarte zu denen. Dass er weiß, dass wir da anrufen können. I wonder what the guest is up to now. I heard a rumor your maintenance people aren't available tonight. Why don't you try the Pigeon Brothers? Why, Aboo, that's exactly what we need. Thank you so much, Aboo. Okay, das hat tatsächlich geholfen. Ha, jetzt müssen wir es vielleicht noch einmal. What was that? Again? Maybe I didn't imagine it. So, ruft er jetzt bei den Pigeons an. That poor man. Maybe these new people can help Aboo him. Perfekt. Multi Brothers Plumbing Aboo? We've got a maintenance emergency Aboo right now. You can be here right away. Thank Aboo you. Yay. Puh. Ein Glück habe ich danach geschaut, ob da noch irgendwo ein Gast war. Ich meine. We've received a signal that you're in need of some paranormal plumbing and electrical help. Thanks. Let me know when you're done. Okay, Moment. Welches Stockwerk sind wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht. Acht war das. Verdammt. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich da hoch. Acht war das. Ui, komm mal, da ist irgendwie an diese Dinger ran. Ein Glück habe ich diese Dinger nachgeschaut. Nein, nicht rausgehen. War das doch nicht in 8? Doch, da.
Oh, tschüss. Was passiert denn jetzt, wenn wir hier ein bisschen als Geist rummachen? I don't want to disturb the professionals. Chuck is not perfect. Boo. I don't want to disturb the professionals. Ja, okay. Schade, das geht nicht. Alles klar, aber dann haben wir dieses Ding hier. Perfekt. Mann, da bin ich echt stolz drauf, dass ich den Gast gefunden habe und dass das da geklappt hat. Ich meine, es war ja auch ein Hinweis drauf, wo er sagt, was macht wohl der Gast? Und das habe ich auch gesagt gehabt, es ist auch bestimmt ein Hinweis drauf, dass er da ist, dass da ein Gast da ist. Ah ja, gut. Jetzt schauen wir mal, bringt dieses Ding was? So. It's an old discharged battery. So, wir haben eine Batterie. It's an old discharged battery. Ich habe eine ganz blöde Idee. Wir gehen jetzt nochmal zum Hotel zurück. Steht da ein Lieferwagen von denen noch da? Vielleicht können wir da... Vielleicht können wir da nämlich das Ding aufladen mit der Batterie. It's the Pigeon Brothers van. They took all their useful tools with them. Ich wollte eigentlich da die Batterie aufladen. Ich meine, uns fehlt das Kabel dafür, aber das wäre doch jetzt so richtig ein Dings gewesen. It's the Pigeon Brothers van. Ah. They took all their useful tools with them. Okay, da können wir nichts machen. Wo können wir eine Batterie laden? Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht an den ihren Auto. Aber das ist ja nicht der Fall. Hier drin haben wir, glaube ich, auch nichts zum Laden. Wo können wir noch laden? Ha. Wanderweg? Ne, da kam mal ja auch kein Dings. Da haben wir ja auch keine Karte, um weiterzukommen. Im Menschen war aber, glaube ich, auch nichts, um eine Batterie zu laden. Ob wir im Quickpoll das laden können? Welcome to Quickie Pal. Can I help you find anything? Ja, kannst du eine Batterie laden? He doesn't want it. Whoa, the feds are back. What brings you to town again, dude? What's the deal with the plant? I don't know what you're talking about. I've never even looked in my closet before. I thought it was a tomato plant. I was talking about the plant on the counter there, sir. Phew! For a minute there, I thought I was busted. Good save, Leonard. Why do you have a man-eating plant in the store? My boss thought it might eat some of the rats that like to run across the counter. Customers don't like to see a rodent chomping on their grindage, you know? But so far, all it's done is bite a finger off some kid who tried to lift a candy bar. Boy, did we get some cred for that. Yeah, okay. We gotta go. Catch you on the flip-flop, dude. Ich habe keine Ahnung, wie ich eine Batterie laden soll. Mit den... Was passiert eigentlich, wenn ich das mit dir mache? Ach. It's the Pigeon Brothers van. They took all their useful tools with them. Ja, okay, also da ist tatsächlich nichts. Haben wir irgendwo noch irgendetwas zum Aufladen? Bei einem Röhrengucker bestimmt nicht. In der Arcade-Schale wahrscheinlich auch eher nicht. Und in der Bushaltestelle auch nicht. Mir würde jetzt kein Ort einfallen, um die Batterie aufzuladen.
In der Bank auch nicht. Ha, ha, ha. Nee, also ich habe echt überhaupt keine Idee im Moment. Ich hätte ja tatsächlich gedacht gehabt, wir müssen es an den Wagen anschließen von den Pigeons Brothers. Sozusagen überbrücken quasi und dann da aufladen, aber das geht ja auch nicht. In der Post? War da eine Aufladestation? Nö. War nicht da. Bei der Bücherei war auch nichts da. Also, hm. Hier war, glaube ich, auch nichts. War in der Kanalisation irgendwas? Aber nee, da war eigentlich auch nichts drin. Oder ich erinnere mich nicht mehr richtig. Das ist natürlich auch möglich. It's an old discharged battery. Wir brauchen entweder eine neue oder wir müssen sie aufladen. I can't open that. Nee, in der Kanalisation war doch auch nichts. It's a map of the abandoned factory. Oder war vielleicht doch irgendwo im Mansion was zum Aufladen? Machen wir mal endlich mal wieder zu. Ja. Mikrowelle? Aber eine Mikrowelle ladet doch kein Ding auf, oder? Hm. Bei Dolores selber war auch nichts drin. Das ist ja nur ein Drucker. Einzige Idee, die ich noch hätte, wäre bei Chuck in seinem Büro. Dass da irgendwas zum Aufladen wäre. Aber das ist ja nur ein Roboter. Das sind nur Regale. Das ist nur ein Oszilloskop. Da kann man ja auch nicht mit aufladen. Nee, also hier ist eigentlich auch nichts. Haben wir irgendwo ein anderes Auto noch, wo wir einfach haben wir irgendwo noch. Nee, also ich habe echt gerade keine Idee. Radiosender war auch nix. Im Zirkus war aber auch, glaube ich, nicht wirklich was. Verlassene Fabrik war nix. Hier hinten beim Wanderweg war ja auch nichts. Ich weiß, dass wir da anscheinend irgendwann zu einem elektrischen Zaun kommen sollten. Ich meine, da könnte man vielleicht das Ding laden. Aber wir finden ja keinen Weg dahin. Ich glaube, ich komme nicht dran drum herum, schnell mal wo anzurufen. Und ich dachte, ich komme drum herum, aber ich brauche einen Hinweis. Welcome back to the Hintron 3000. How can I help you? Radioaktiven Müll? Brauchen wir, müssen wir das Ding mit radioaktiven Müll befüllen? Look at the pizza flyer for hints. Huh. Okay, anscheinend kann ich doch zu diesem Geheimtreffen kommen. Where might the secret meeting be, given the locations available on the map? Ja, das weiß ich auch. Das weiß ich auch. Im Wald. If you go to the forest trailhead, it's a little green square on the map. Do you notice people behaving strangely? Aber bringt das uns jetzt hier weiter für die Batterie? Thank you. Goodbye. Ich meine, dass das Geheimtreffen da ist, war schon klar. Die Überlegung wäre dann tatsächlich elektrischer Zaun, wo da hundertprozentig ist. Auf dem Flyer war nämlich
Was mit dem elektrischen Zaun gestanden? Ja, Batterie austauschen. Da haben wir doch was. Although Franklin is good with electricity, he won't be able to help you out in this case. Dankeschön. You need to find some place with a strong electrical current. You haven't found the location yet, so consider waiting until later and doing other things first. Okay. Thank you. Goodbye. Also wir haben den Ort noch nicht gefunden. Dann ist es vielleicht tatsächlich das mit diesem Zaun. Wo war denn der Pizza-Flyer? Ja, komm zum geheimen Treffen. Elektrischer Zaun. Ich denke, dieser elektrische Zaun, den brauchen wir, um das Ding zu laden. Aber wie kommen wir da hin? Und um da wahrscheinlich an den elektrischen Zaun, um da vorbeizukommen, haben wir diesen Code 500262, um da die Tür aufzumachen, um zu diesem Treffen zu kommen. Aber der Weg dorthin. Der Weg dorthin ist mir jetzt unklar. Aber anscheinend müssen wir den jetzt machen. Das müssen wir anscheinend jetzt machen, um als nächstes hinzukommen. Aber... Ach, Moment mal. Auf einmal kommt hier einer. Kann man den einfach folgen? Das haben wir ja auch schon mal gemacht. Und dann ist er weg. Idee. Ja, natürlich. Ich habe eine Idee. Da wir was gehört haben mit elektrischen Müll und radioaktiven Müll und Radioaktivität in solchen Spielen immer so schön grünlich leuchtet und eine Pfütze ist, durch die der immer durchläuft, können wir doch einfach hingehen. Wir nehmen jetzt ein bisschen ein bisschen Müll in unseren Trophäe rein. It's now filled to the brim with radio. Genau, dann gehen wir zu diesem Wanderweg und füllen hier und nutzen das Ding mit der Pfütze. Und die leuchtet dann. Und wenn der als nächstes hier durchkommt, dann läuft er nämlich immer durch die Pfütze durch und hinterlässt dann schöne leuchtende Fußspuren. Das ist doch genial, oder? Und dann können wir den folgen. Finden den Weg, wie es da lang geht, kommen zu den elektrischen Zaun und können da bestimmt das Ding füllen. Die Batterie wieder aufladen, meine ich. Okay, also die Hilfe hat tatsächlich ein bisschen gebracht. Sie hat nicht genau gebracht gehabt, was ich machen soll, aber sie hat auf die Spur gebracht, dass wir zu diesem elektrischen Zaun müssen, wie ich gesagt habe. Und sie hat mit diesem radioaktiven Müll mir ein bisschen weitergeholfen, dass es da stand auf einmal, ich brauche radioaktiven Müll. Ich finde diese Hilfefunktion ziemlich cool. Sie sagt nicht genau, du musst jetzt das und das machen, sondern sie gibt dir tatsächlich ein paar Tipps, um weiterzukommen. Sie bringt dir auf die Spur, ohne dir die Lösung komplett zu sagen, wenn du es nicht willst. Und das finde ich ziemlich genial gemacht. Na gut, bis zur nächsten Folge dann. Dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Wir sollten entweder mit Rains hingehen oder mit Dolores. Muss ich mal schauen. Race hat halt die Batterie gerade. Ah, das sehen wir dann. Bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.